Was macht Kapfenberg aus? Wie soll künftig Kapfenberg gesehen werden? Und was könnte man ändern? Mit der Eröffnung des Stadtlabors im ECE ist die Kapfenberger Bevölkerung eingeladen, an einer neuen Stadtmarke mitzuarbeiten. Beim Stadtlabor haben wir einfach die Idee gehabt, wir wollen mit der Kapfenberger Bevölkerung, mit denen, die eigentlich die Marke Kapfenberg tragen, die Marke Kapfenberg sind, einfach in einen Dialog treten. Wir wollen alle einladen, die Türen aufmachen und sagen, was bedeutet Kapfenberg für euch? Was sind die Dinge, die ihr in die Auslage stellen wollt? Was sind die Dinge, für die Kapfenberg wirklich bekannt sein soll? Und die Dinge, wo ihr sagt, mit Herzen und Überzeugung sagt, das ist Kapfenberg. Und dafür ist das Stadtlabor da. Mit der Marke soll eine authentisch gelebte Erzählung der Stadt kreiert werden. Es geht um die Neupositionierung Kapfenbergs im Wettbewerb um neue Bewohner, Fachkräfte, Investitionen und Unternehmen. Denn das Image als reine Industriestadt sei längst überholt. Derzeit ist es so, dass die Industriestadt nicht immer jeden gleich anlockt, dass er herkommt, weil viele meinen, ja, Industrie ist schmutzig, ist eher rauchig, also auch nicht auf die Umwelt geschaut. Wir möchten beweisen, dass das alles gar nicht stimmt. Wir sind 5-mal die schönste Blumenstadt schon geworden. Das heißt, da sieht man allein schon, das stimmt einfach nicht. Wir können auch das und wir können Events, wir können viele Dinge. Wir waren die Sportstadt in Österreich. Das heißt, wir haben ja auch ganz andere Seiten. Bis 31. Mai ist das Stadtlabor im ECE geöffnet. Parallel dazu werden auf Social Media unter dem Hashtag MeinKapfenberg die schönsten und coolsten Fotos der Stadt gesucht. Alle weiteren Infos gibt's unter www.marke-kapfenberg.at. Also, los geht's! Jetzt geht's darum, dass man ganz viel in dem Labor herinnen kommentiert, ergänzt, bewertet. Also das heißt, man kann bei allen Posters was dazu schreiben, man kann was durchstreichen, man kann Like-Bildkerl dazu picken, wenn man was gut findet. Leute, die schon was hingeschrieben haben, können von anderen Leuten sehen, was sie hingeschrieben haben und das dann gut finden. Also es soll wirklich ein Dialog sein, es ist keine nette Ausstellung, die man sich anschaut und dann rausgeht, sondern man muss was tun.